Das ist ja mal ein riesiger Baum. Ich weiß noch, wie ich mal den Namen einer gewissen Person in so einen Stamm geritzt habe. Wer hätte das gedacht? Unter der Farbe ist eine Klappe zum Vorschein gekommen. Hey, im Stamm dieses Baumes ist ein versteckter Tresor. Interessant. Die Klappe ist mit einer Art Schloss versehen. Der Tresor ist offen. Ganze Kiste voll mit Innenlunden. So, ich habe die Lunden am Sprengstoff befestigt. Ich habe den Sprengstoff angebracht und sollte mich jetzt ganz dezent aus dem Staub machen. Auf dem Steg dürfte ich sicher sein. So, die Lunten sind gelegt. Zum Teufel war das? Lucy! Ich habe den Staudamm gesprengt. Zwar nicht gerade die feine Art für einen Weltraumpolizisten, aber es geht hier schließlich um die Rettung von Menschenleben. Der Container scheint ein Signal auszusenden, aber er ist fest verschlossen. Hey, gute Idee! Ich schraube einfach das Schloss ab. Manchmal bin ich über meine Genialität selbst überrascht. So, ich habe das Schloss abgeschraubt. Dann wollen wir mal einen Blick hineinwerfen, oder? Wunderbar! Robert, die Rettungsmission ist weiter! Halt den Mund, Albert! Habt ihr das Notsignal gesendet? Das war mein hibbeliger Kollege hier. Hör zu, lass uns einfach hier im Dschungel zurück. Aber Robert, wir müssen ihm doch von den Plänen erzählen! Ich habe gesagt, du sollst den Mund halten. Hast ja gesehen, wohin dein ewiges Geplapper geführt hat. Welche Pläne? Ach, nichts. Albert leidet manchmal an Wahnvorstellungen. Ach, Schmarrn, das stimmt doch gar nicht, Robert. Das Universum ist relativ. Sag ich doch, Wahnvorstellungen. Was weiß der schon von Relativität, Dummkopf? Relativität? Mich brauchst du nicht anzuschauen. Der Dummkopf ist der Kerl neben mir. Also, es geht in dieser Theorie darum, dass... Beachte ihn einfach nicht. Du hast uns aus dem Container rausgeholt und jetzt kommen wir schon alleine klar. Mein Robert, ich will meine Erkenntnisse doch der Welt mitteilen. Ja, das glaube ich dir gern. Deswegen waren wir ja 5 Tage in diesem Container eingesperrt. Warum seid ihr hier? Rick und seine Männer haben uns entführt, weil wir... Halt den Mund, Albert.
Wir wären dir sehr dankbar, wenn du uns einfach irgendwo hinbringen könntest und die Sache einfach vergisst. Das geht leider nicht. Ich muss über die Vorfälle hier Meldung machen. Ich nehme euch mit aufs Revier und dort könnt ihr dann Anzeige erstatten. Das ist wirklich nicht nötig. Ach, lass uns einfach hier zurück und mach dir um uns keine Sorgen, ja? Ihr müsst mit mir mitkommen. Im Leitfaden der Weltraumpolizei steht ganz klar, unter Paragraph 17 Absatz 2 Nummer 5, der Polizeibeamte muss nach einer beendeten Geiselnahme dafür sorgen, dass die Opfer aufs Revier gebracht werden, um eine professionelle medizinische Versorgung zu gewährleisten. Medizinische Versorgung? Warme Milch und Kekse. Oh, Robert, können wir nicht? Bitte, bitte, bitte! Nein! Verschwinden wir von hier, bevor Rack uns findet. Oder noch schlimmer, sie. Wen meinst du damit? Lucy? Was? Nein. Sie ist eine kaltblütige Söldnerin, die... Hände hoch und ganz langsam umdrehen. Lauf, Robert, lauf! Was? Wie ich sehe, hast du sie gefunden. Was haben sie dir erzählt? Nicht viel. Weißt du eigentlich, dass du gegen das Gesetz verstößt, wenn du einen Ionenstrahler auf einen Weltraumpolizisten richtest? Mir doch egal. Bist du allein? Natürlich nicht. Da bin ich, Captain Brave, mein Fähnrich Jiří Králek und unser treuer, hochmoderner Roboter namens Rohrbretter. Und wen hast du über den Fund informiert? Niemanden. Ich wollte gerade... Ausgezeichnet. Moment, ich muss meine Leute kontaktieren. Brian, bitte komm. Remus. Egal. Ich habe Gesellschaft bekommen. Einen habe ich erwischt. Irgendwo in der Nähe ist wahrscheinlich noch einer. Finde ihn, schütz ihn dann 5 Minuten damit voll, wie böse und gefährlich du bist. Du kennst das ja. Und danach erschieße ihn. Wir sind von der Weltraumpolizei. Laut Gesetz ist es... Halt den Mund oder du hast gleich keinen mehr. Du solltest besser auf ihn hören. Er ist verrückt. Tu, was dieser Winzling sagt, Bulle. Was? Ja, Brian? Wohl weiß ich, wer der... Bulle ist. Das ist leicht. Er ist eine magische Kreatur des Dschungels mit Flügeln. Wirklich? Nein, du Trottel! Er ist ein Fähnrich, also hat er eine rote Polizeiuniform mit einem großen Stern auf der Brust. Ah, alles klar. Ist schon so gut wie erledigt, Boss. Unglaublich. Aber was soll's? Wer ist der dritte Kerl, den du erwähnt hast? Wer? Rohrbretter? Meinst du dieses Holzfass, das ich im Schumpf gesehen habe? Holzfass? Meinst du Holzfass? Hab ich doch gesagt! Nein, du hast... Ich weiß, was ich gesagt habe, verdammt! Schieb diesen Kasten rüber, ganz vorsichtig! Ich hab dich leider nicht verstanden. Diese robuste Kiste da! Hm? Den Stahlkanister! Ich verstehe nicht. Den Container! Ah, den Container! Ja, schieb den Container rüber, vorsichtig! Du willst sicher nicht, dass mein Finger abrutscht! Boss? Ja, Brian. Ich hab den Boy, nicht gefunden. Das ist inakzeptabel. Finde ihn und hör auf, mich zu nerven. Ich bin beschäftigt. Boss, ich habe Danny gefunden. Gut, dann könnt ihr ja zusammen gehen. Boss, ich glaube, Danny ist, tot. Lass ihn mal ans Funkgerät. Hörst du, Boss? Er gibt keinen Lux von sich. Er wurde, verstaubisiert. Verstaubisiert? Das kann nur bedeuten, dass... Oh nein! Du hast dich schon genug eingemischt, Brave. Sag lebewohl! Was zum... Diese verdammten osteuropäischen Waffen. Alles Schrott. Das ist die Gelegenheit zu fliehen. Unladestand? Normal. Abzug? Nimm das!